Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir machen weiter. Also wir haben letztes Mal bis der Seite 241 gemacht, die Jahreszeiten. Und heute werden wir weitermachen, aber weil wir viel zu schreiben haben, deswegen haben wir entschieden, also mit dem Beamer weiterzumachen. Heute haben wir also die Antworten Nam und La, Nam, ja, und La heißt nein. Haben wir jetzt eine Frage? Also schreibe ich. Nam. Später schreibe ich also die Vokalzeichen und La. Und die Alif, man nimmt immer also ein Sukun. Also Nam heißt ja als Antwort und La heißt nein, einfach. Jetzt kommen, also machen wir ein paar Fragen. Einfache Frage, also wir haben das schon gemacht. Hal. Oh, Moment mal. هل أنت أوبس زيستو إساس جود مش كان داس أن بيسن في البروسر هل أنت، أصفار أنت؟ أنت؟ دو؟ دو؟ يا هل أنت من also hier steht من الجزائر هل أنت also die تاء endet mit فتحة das heißt du männlich Entschuldigung Mina war ein Präposition الجزائر in الجزائر das ist eine Frage also wenn du mit na, ja antworten dann sagst du Nam wir haben schon auch das ist eine kurze Antwort also ja oder nein dann hast du auch die Möglichkeit eine lange Antwort zu beantworten. Die lange Antwort würde in diesem Fall sein, also als Antwort. Naam. Anna. Anna, Mina. Also gleiches Land. Na, Al-Jazair. نعم أنا من الجزائر also hier hat man einen Punkt das ist eine Antwort du kannst also diese Frage anderswo irgendwie anders stellen هل هو also ja أنا من الجزائر. Nee, das in diesem Fall, weil das eine Präposition ist. أنا من الجزائر. Mann, das wird, das wird ein Mann, also wer. Mann, wer hat das gemacht? Man hat, man فعل ذلك. Das wird ein Sukun sein. Das ist eine Präposition. Manche Präpositionen auch enden mit Sukun, zum Beispiel an. An Abi Huraira zum Beispiel. Das endet mit Sukun. Ma, mit. Min kann man doch auch mit. Habe ich voll auf mit Sukun gesehen? Kann es sein? Ana min Turkey. Zum Beispiel. Ja, das, ja. Das hängt. Also, das hängt vom Satz allgemein. Also. Wenn im Wort danach ein L davor ist, kann man mit.
Ja, das kann sein. Gut. Anna min Türkiye, Anna min al-Iraqi, Mina, ja, genau. Also, wenn das Wort mit Alif Lam fängt an, dann muss also die Präposition auch hier eine Fatha oder eine Vokalzeichen nehmen. Naam, Anna min al-Jazair. Also, wir nehmen eine andere Frage. Hal huwa? Hal huwa min? Ja, jetzt sieht man also die Unterschied. Min Ispania. Was ist Ispania? Spanien. Ja, genau. Das ist eine Frage. Hal huwa min? Also hier haben wir eine Sukun. Is ba ni ja. Al huwa min Ispania. Die Antwort wäre in diesem Fall, also wenn wir diesen Satz verneinen, also nein, er ist nicht aus Spanien, sondern aus Jemen. Du kannst sagen, also sagst du hier. Aus Jemen. Genau. La. Hier kommt ein, also wie gleich wie Deutsch, also ein Punkt oder ein Komma, Entschuldigung. Unser Komma schreibt man so, also nach oben, nicht nach unten. Beim Computerschrift, also sieht man was anderes normalerweise. La, Hua, Mina. Al-Yemen. Die Vokalzeichen. La. Was ist Hua? Ja, genau. In Al-Yemeni. Yemeni ist ein Majrur, also endet mit, weil das kommt, also endet mit Kasra, weil kommt nach einer Präposition. Also Min ist Präposition. Und wie gesagt, wie du gesagt hast, also endet nur manchmal mit Sukun, wenn der Name danach ohne Alif Lam ist, endet mit einem Vokalzeichen, wenn der Name also mit Alif und Lam. Die Frage, also Hal Hua, kann man irgendwie anders umstellen, also und die gleiche Bedeutung bekommen. Hal Hua, hier zum Beispiel, Hal Hua, also das ist die Frage, hat auch die gleiche Bedeutung, Ahua, mit Hamzat Istifham. Hal Hua, diese Hamza heißt Hamzat Istifham, also die Hamza der Frage, also du kannst mit dieser Hamza eine Frage stellen. Ahua, das ist auch eine Frage. Und die Hamza nimmt ein Fatha. Ahua. Allahu amarakum bidhalik. Wenn also Allahu amaraka bidhalik, die Frau von Ibrahim fragt ihn, hat der Gott dich gefragt? Allahu amaraka bidhalik. Diese Hamza ist Hamzatu Istifham. Also diese Hal Hua. Man kann die gleiche Bedeutung von dieser Frage bekommen, indem man diese Hamzat Istifham benutzt. Hamzat Istifham. Ahua. Also das ist eine normale Hamza und die kommt vor ein Wort, irgendein Wort. Aber die muss in einer Reihenfolge sein, indem man eine nützliche Frage bekommt. Nicht so ganz einfach vor ein Wort schreiben dann. Zum Beispiel, Arajulun Anta, bist du ein Mann? Oder du kannst, wie gesagt, verschiedene Sorten, also verschiedene. Reicht es nicht, wenn man sagt, Arajulun? Das hängt von dir, also das hat in diesem Fall keine Bedeutung. Arajulun
muss irgendwas weitermachen. Also das ist ganz kurze Frage, geht nicht. Arajulun am Imraatun. Ein Mann oder eine Frau? Das kann sein. Also die Antwort hier, Ahua Rajulun. Hier kannst du mit Ja oder Nein antworten. Also mit Nam und La. Also entweder Nam oder La. Also Hal, weißt du schon, was bedeutet Hal? Ist, ja, sozusagen. Also das ist ein Fragewort, heißt Frage. Ja, genau. Wenn man also das Verb vor dem, also Modalverb vor dem Täter macht, dann kriegt man eine Frage. Also das ist im arabischen Sprache so, man benutzt dieses Fragewort Hal. Hal anta min Almania? Kommst du aus Deutschland? Also ich habe das Verb vor dem Täter gemacht, dann habe ich eine Frage bekommen, auf Deutsch dann natürlich. Aber im Arabisch benutzt man diese Frage, diese Fragewort. Im Buch gibt es also Seite 243 eine Übung. Hal anta Bilalun? Du kannst entweder mit Namen oder La antworten. Bist du Bilal? Die Frage also. Ganz einfach, nicht so. Fuad. Hal anta? Anta Bilal. Also wie. Wieso kommt jetzt bei meinem Namen kein Un am Ende? Doch, kommt. Also hier. Wie gleich beim Koran, wenn man liest also, und man endet auf Sukun, dann schreibt man gar nichts, keine Vokalzeichen. Hal anta bila. Eigentlich soll man so schreiben: Hal anta bilalun? Oder bilalu? Bilalun, doch bilalun. Du hast die Möglichkeit, also entweder mit Namen oder la antworten. Wenn man also. Das ist ein Satz und du kannst auf Sukun enden, dann machst du diese Tanwin weg und du kannst einfach fragen: Hal anta Bilal? Hal anta Fuad? Aber nur bei der Aussprache und beim Schreiben, du hast die Möglichkeit, entweder das Schreiben oder nicht, auch beim Aussprache, wenn du willst. Also mit, normalerweise, also arabische Sprache endet man immer auf Sukun. Ja. Genauso wie bei Kaifa Halu, genau. Eigentlich, das ist Kaifa Haluka. Ka. K, also mit Anta, hat man die Kaf mit Fatha benutzt. Also die Antwort auf diese Frage hier: Hal Anta Bilalun, entweder mit Nam oder La. La, Ana Fuad. La, Ana Fuad. Oder Ana Fuadun, du kannst das auch sagen. Also die Vokalzeichen. La, also hier hat man ein Komma. Ana Fuad. Ana Fuad. Fuad. Hier, also die Alif nimmt auch ein Sukun. Und wenn du schreiben willst, kannst du zwei Sekunden hintereinander nicht schreiben. Aber beim Lesen darfst du diese Sache machen. Aber beim Schreiben, das ist nicht möglich, also in arabischer Sprache, zwei Sekunden hintereinander zu haben. Deswegen also beim Schreiben schreibt man die letzte Sekunde nicht, sondern so einfach. Und weil die Alif immer, also fast immer die Haraka Sukun hat, also die Vokalzeichen Sukun hat, dann schreibt man auch diese nicht normalerweise. Also wenn du nur ganz am einfach bist, dann kannst du die schreiben. Nächste Frage, also wir können weiter üben. Hal huwa min Suriya? Also wie gesagt, wir benutzen dieses Fragewort. Hal huwa min Suriyata?
هل هو من سوريا؟ Kommt aus Syrien? Also du hast die Möglichkeit, entweder also ganz kurz antworten oder eine andere Sache oder die richtige Antwort zu beantworten. Hier also im Buch steht nein. La, dann Komma, Hua, Mina, Al-Urduni. La, Hua, Mina, Al-Urduni. Entschuldigung. Noch eine Frage, also noch eine Übung. Hal huwa fil masjidi? Hal, also manchmal schreibe ich über die Linie, also das muss immer auf der Linie sein. Beim Schnellschreiben kriegt man so. Hal huwa fi al masjidi? Das ist eine Frage, also die Antwort. Was bedeutet das? Ist er in der Moschee? Genau. Ist er in der Moschee? Ja oder nein, also du hast die Wahl. Hier steht Naam. Naam, also die komplette Antwort. Naam. Naam, huwa fil masjidi. Genau. نعم هو في المسجد نعم هو في المسجد نشرب فرقسي ما دي كوما هير Weiter also mit einer anderen Frage. Entschuldigung, ach. Man anta, wer bist du? Man, das haben wir schon gehabt. Also das ist nur eine kurze Wiederholung. Man anta. Die Antwort also muss wie man anta, also wer bist du? Ohne min. Also man ist eine Fragewort. Das geht weg in der Antwort. Genau. Kurze Antwort. Anna. Oder hier steht bei mir, also Anna Bilal. أنا بلال also das ist من أين أنت؟ noch eine Frage, also neue Frage. Nicht man, sondern min. Also man ist wer. Min ist ein das ist ein Präposition. Min Aina, was war Aina? Wo? Genau. Min Aina? Anta? Oder von wo oder woher kommst du? Min Aina Anta? Die Antwort? Die steht bei mir Sudan. Ja. أنا من السودان.
Also das ist eine Lam Shamsiyya. السوداني، أنا من السوداني، أنا من السودان. من أين هو؟ Also من أين أنت؟ bedeutet woher kommst du؟ أنا من السودان، ich komme aus Sudan. من أين؟ also woher؟ من أين هو؟ was war هو؟ er genau. من أين هو؟ woher kommt er؟ Bei mir steht Kuwait. Also hier zu merken, das bedeutet wer. Und hier min von wo oder min einer zusammen. Von wo? Min einer hoa. من أين هو؟ als Antwort leise das nimmt die Stimme auf okay geh mal raus wo ist dein Vater draußen geh mal zu deinem Vater du auch zu deinem er hat Vater. Gedacht ich muss hier bleiben drinnen aber du musst leise bleiben ja leise, leise okay Hua. Also als Antwort, dass dieses Pronomen kommt zuerst hier. Hua, Mina und dann die Harf al-Jar, also Präposition. Bei mir steht Al-Kuwait, also Hua Mina Al-Kuwait. Also hier verschiedene Übungen, also min aina anta, ana min al-Maghribi, ana min al-Kuwaiti, ana min Tunis, ana min Indonesia oder Indonesia, ana min al-Iraqi, ana min Afghanistan, ana min al-Yemen. Also die wichtige Sache, also wenn, wie du gesagt hast, wenn man einen Namen mit Alif Lam hat, also Ana Mina al-Iraq zum Beispiel, bei dieser Übung, schreibt man Mina, die endet mit einem Vokalzeichen. Mina. Mina al-Iraqi, also, weil hier ein Alif Lam ist, dann schreibt man hier ein Vokalzeichen Fatha Mina. Anna min Turkiya zum Beispiel. Turkiya. Also hier haben wir kein Alif Lam. Dann schreiben wir ein Sukun. Anna min Turkiya. Also diese Frage, eine Übung dazu, Seite 254, 45, Entschuldigung. Wie gesagt, min aina anta, woher kommst du? Ana min al-Maghribi, min al-Kuwaiti, min Tunis, ana min Indonesia, ana min al-Iraq, ana min Afghanistan, ana min al-Yemen. Neue Thema, Ayamu. Al-Usbu'i, Woche, Wochentage, Ayyamu, Al-Usbu'i. Ayyamu, Al-Usbu'i. Nein. Kannst du hier sitzen oder hier?
Aber warum bist du spät gekommen? Ich habe noch meinen Müheltern geholfen, also La Jaumu. يوم الجمعة أدر الجمعة الله أكبر يوم الجمعة was kommt danach? يوم السبت Also das ist ein Tag, nicht verwechseln. يوم يوم السبت nächstes Tag, wie heißt es? Wie heißt er? Yaumu, Sonntag. Yaumu al-Ahadi. Also Ashabu Sabt, was heißt es? Die Leute von Samstag. Was sind die? Die Juden. Das von Sonntag, also Samstag. Yaumu al-Ahad. Aber steht also im Koran, Ashab al-Sabt, die Leute von Samstag. Yaumu, heute. Yaumu, also die Meme. Im Buch also steht so, und das mache ich normalerweise, aber wenn die Kinder schreiben, dann sagen, Muallim, das ist falsch, dann die schreiben das so. Also so finde ich. Ich schreibe, ist egal. يوم الأحد يوم الأحد Was kommt danach? Also ich werde diese يوم wegmachen. Danach. يوم ال اثنين يوم الاثنين Das ist Montag الثلاثاء الثلاثاء also das ist ein Lamm Schemsiyya dann hat hier eine Schade الثلاثاء يوم الثلاثاء اسم مضاف also genitiv يوم الثلاثاء weitere Tagen also الأربعاء Also die sind in Reihenfolge, also man kann das schon. Al-Jumu'a, Al-Sabit, Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'a. Yawm al-Arbi'a'i, oder Al-Arbi'a'u. In diesem Fall, also weil wir hier immer Yawmu gehabt, dann schreiben wir Kasra am Ende. Yaumu al-Khamis al-Khamis also ist Donnerstag.
Ja. Kamis? Qamis, ach so, nee, das ist was anderes. Also Al-Qamis mit Qaf und Saad. Also Al-Qamis. Al-Khamis, Al-Qamis. Taib Abdul Dirham, Taib Abdul Khamisa. Khamisa ist Geld. Ja, aber Al-Khamis ist ein Tag. Also Al-Qamis. Al-Qamisu. Also das Hemd oder was man anzieht von oben. Al-Jum'a ist Freitag. Al-Sabt ist Samstag. Al-Ahad Sonntag. Al-Ithnain Montag. Al-Thulatha Dienstag. Al-Arbi'a Mittwoch. Al-Khamis Donnerstag. Eigentlich hier, die sind von Aussprache fast wie die Zahlen. Also Al-Ahad, Qul huwa Allahu Ahad, 1. Al-Ithnain von 2. Al-Thulasa von 4. Also Al-Thalis oder Thulasa, 3. Al-Arbi'a, 4. Arbi'a. Al-Khamis von 5. Aber Al-Jumu'a von die Sammlung oder so. Jama'a, Yajma'u Jama'an, fahuwa Jumu'atun. Oder so. Yawmus Sabt, das weiß ich nicht. Also das Tag der Juden heißt es. Yawmul Yahud. Ist Sonntag der erste Wochentag oder wieso heißt er halt? Weiß ich nicht. Also das sind die sind ganz alte arabische Namen. Nicht so in Zeit von islamisches Welt. Ja, aber ich meine, so hier im Westen, ich denke, die Woche mit Montag an. Ja, hier ist so. Aber bei uns also Fängt die Woche mit Sonntag an. mit Samstag, weil also Wochenende ist also offiziell am Freitag. Normalerweise am Freitag hat man nichts zu tun, also bleibt zu Hause oder ist für Wochenende. Bei uns auch, früher gab es nur einen Tag, also Wochenende, nicht zwei Tage, Samstag und Sonntag, sondern nur Freitag. Jetzt haben wir Freitag und Samstag. Komisch. Wenn ich sagen will, also dieses Tag ist Freitag. هذا dieser Tag. هذا اليوم يوم also ich habe zweimal hintereinander geschrieben, das ist schon richtig. يوم الجمعة هذا اليوم الجمعة dieser Tag ist Freitag. Also Yawmul Jumu'ati, Al-Jumu'a-Tag sozusagen. Die genaue Übersetzung. Yawmu Al-Jumu'ati. Today oder heute. Hadha Al-Yawm. Wenn ich sagen also morgen, dann sage ich ein anderes Wort. Gadan. Gadan. Wenn heute Al-Jumu'ah ist, was ist Gadan? Yawmu As-Sabti. Also ich glaube, die anderen Tagen habt ihr damit kein Problem, nur mit Samstag. Dann As-Sabt müsst ihr auswendig lernen. Die anderen, wie gesagt, kommen von Zahlen. Also Ahad, Ithnain, Thalatha, Arba'a. Also hier, morgen, Gadan, Yawmu As-Sabti.
Morgen ist Samstag. Übermorgen haben wir auch, also benutzen wir dafür ein Adverb. Bada, nach, also oder über. Auf Arabisch Bada ist nach. Bada gaden. Yaumu, also wenn heute Al-Jum'a und morgen Gadan As-Sabbat, was ist Ba'da Gadin? Welcher Tag? Al-Ahad. Dieses Ba'da wird im Zusammenhang mit der Zeit benutzt, also nicht mit Ort oder so. Das wird für, mit den beiden, also. Also zum Beispiel Al-Masjidu Ba'da Al-Dukkani oder Qabla. Qabla oder Ba'da? Amama ist vor. Ba'da ist nach oder, ja genau nach. Und Khalfa ist auch nach. Khalfa hinten. Also Wara'a oder Khalfa. Also das ist die, das Geschäft dann hinter dem Geschäft ist unser Moschee zum Beispiel. Aber Ba'da, die sind auf gleicher Straße und danach kommt der Moschee. Also das ist Ba'da. also Ba'da Gadin Yawmu Al-Ahadi. Übermorgen ist Al-Ahad. Al-Ams oder Al-Bariha. Yawmu Al-Amsi. Wenn heute Freitag war oder ist, was ist gestern? يوم الأمس الأمس oder البارحة يوم إذا يوم البارحة يوم البارحة يوم zu viel يوم wenn heute Freitag ist wann was ist gestern nein also 5 ja nein 5 5 oder Al-Khamis. Das kommt von Khamsa, Khamis. Yawmu, genau. Yawmu Al-Amsi oder Al-Barihati. Yawmu Al-Khamisi. Yawmu, genau. Al-Amsi oder Al-Barihati. Yawmu Al-Khamisi. الأمسي أدر البارحاتي يوم الخميسي. Also das ist die Wörter, die man also mit Tagen benutzt. Was ist heute Morgen, übermorgen und so weiter. Also هذا اليوم heute يوم الجمعة. غدا morgen غدًا يوم السبت بعد غد übermorgen يوم الأحد gestern يوم الأمس oder البارحة يوم الخميس also gestern wenn wir also vorstellen dass das heute Freitag ist dann gestern ist الخميس zurück zu der zur Tagen also wir haben hier Al-Jumu'a, Al-Sabit, das ist die Tage, die man also sozusagen auswendig lernen. Die anderen kann man von Zahlen also stammen oder ableiten. Al-Jumu'a, Al-Sabit, Al-Ahad, 1, Al-Ithnain, 2, Al-Thulasa, 3, Al-Arbi'a, 4, Al-Khamis, 5. Also Al-Jumu'a Freitag, Al-Sabit Samstag, Al-Ahad Sonntag, Al-Ithnain Montag, Al-Thulasa Dienstag, Al-Arbi'a
Mittwoch, Al-Khamis, Donnerstag. Hada al-Yawmu, Yawmu al-Jumu'ati. Heute ist Freitag. Gadan, morgen, Yawmu al-Sabti. Gadan, Yawmu al-Sabti. Morgen ist Samstag. Ba'da gadin, übermorgen, Yawmu al-Ahadi. Also ist Sonntag. Und gestern, Yawmu al-Amsi oder al-Barihati. Yawmu al-Khamisi ist Donnerstag. An-Nahar, also der Tag, damit gemeint, also An-Nahar von sozusagen von 6 Uhr morgen bis 6 Uhr abend sozusagen. Also der Tag, also der Tag mit Licht. Was heißt es? Der Tag, oder? Der Tag nicht 24 Uhr, Stunden, sondern 12 Stunden. Der Tag. Das heißt auf Arabisch An-Nahar. Also die H, wie gesagt, schreibe ich so. An-Nahar. Das ist die H. Oder manchmal schreibe ich auch so. Aber so ist besser. An-Nahar. An-Naharu. An-Naharu. Der Tag, also der Tag damit gemeint, 12 Stunden, nicht 24 Stunden. Yaum, damit gemeint 24 Stunden. Yaum. An-Nahar ist also der Teil von dem Tag, in dem man Licht hat, also Sonnenlicht, damit gemeint. An-Nahar. Naharan als Adjektiv von An-Nahar, tagsüber. Moment. Naharan. Ein Satz zum Beispiel, Anna a'malu fin nahar. Ich arbeite in dem Tag, also in der Tag. In der Tag, in dem Tag, keine Ahnung. Oder kann man sagen, Anna a'malu naharan. Entweder fin nahar oder naharan. Naharan ist ein Adverb. Also zum Beispiel, ich arbeite tagsüber, sozusagen. Stimmt das? Der andere Teil heißt Al-Layl. Al-Layl ist die Nacht. Al-Layl. Ja, Al-Laylu. Und als Adverb haben wir dafür Laylan. 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 Al-Layl, der Nacht, Laylan, in der Nacht oder nächtlich, wie heißt es, Moment, Laylan, nachts, damit gemeint, also Laylan, nachts, das ist ein Adverb, Al-Layli, zum Beispiel, ich schlafe in der Nacht, Anamu, fil Layli, oder kannst du sagen, also nachts schlafe ich, Anamu Laylan, das ist eine Verwendung von diese beiden Adverben. As-Sabah haben wir auch noch einen Teil der Tags. Des Tages. As-Sabah. Was ist As-Sabah? Morgen. Ja, genau. As-Sabahu. Morgen. Sabahan. Aber ja, das hat nicht mit Sabah zu tun. Nur die Saad.
Ja, As-Sabah, also As-Sabah, das ist ein Mundbuchstabe, diese Saad, dann hat es ein Shadda. As-Sabahu, das oder der Morgen, Sabahan, zum Beispiel, ich trinke Kaffee. Morgens, sabahan, ana ashrabul qahwata. Entweder fis sabah oder sabahan. Ana ashrabul qahwata, nicht al qahwata, qaf. Al qahwata sabahan. Oder fis sabahi. Wenn ich sage fis sabahi, dann schreibt man ein Kasra hier. Noch ein, also Tageszeit. Al-Dhuhru, also Al-Dhuhru, mittags, als Adverb sagt man Dhuhran. Moment. Und hat man auch also noch etwas, Bada, Al-Dhuhri, Nachmittag, Bada, Al-Dhuhri. Asran, ja, geht auch. Aber hat man auch dafür auch diese Bada kann man schon verwenden. Also Al-Dhuhran, Bada. بعد الظهر بعد الظهر الظهر متاك also der Mittag الظهر der Mittag ظهرا mittags بعد الظهر also afternoon عصرا بعد الظهر nachmittag zum Beispiel أصلي في الظهر صلاة Al-Dhuhri zum Beispiel. Oder Usalli Dhuhran. Ich bete, also Dhuhran, Mittag. Mittags oder Usalli Ba'd al-Dhuhri. Ich bete Nachmittag. Oder zum Beispiel, ich schlafe eine Stunde Nachmittag. Ana Musa'atan Ba'd al-Dhuhri. Noch ein Teil. Schreibe ich hier. Al-Masa'u. Was kann das sein? Ja, genau. Al-Masa'u. Also Al-Masa'u, der Abend und Masa'an. Masa'an. Also Al-Masa'u. Masa'an. Al-Masa'u, der Abend und Masa'an, abends. Usalli al-Maghriba fil Masa'i, zum Beispiel. Oder Usalli al-Maghriba Masa'an. Also abends. Nochmal zur Wiederholung. Also An-Naharu, der Tag, Naharan, tagsüber. Al-Laylu, der Nacht, Laylan, nachts, As-Sabahu, der Morgen, oder ja, der Morgen, Sabahan, morgens, Al-Dhuhru, Mittag, oder der Mittag, Dhuhran, Dhuhran, also mittags, ja, genau, Ba'd al-Dhuhri, Nachmittag, Al-Masa'u, der Abend, Masa'an, abends. Also das ist die Tageszeiten. Wenn Masa'an am Ende von einem Satz steht, spricht man das nicht aus? Doch. N. Diese N? Ja. Doch, spricht man, weil das
Du kannst mit Sukun nicht beenden, sondern mit Fatha. Zum Beispiel, Akulu Masa'a. Masa'a, nicht Masa'an. Kannst du so machen, aber Akulu Masa'a geht nicht. Weil das also klingt irgendwie nicht in Ordnung. Dann sagt man, also endet man mit einer Fatha, nicht mit einem Sukun. Auf jeden Fall kein Sukun. Kannst du also darauf ja, auf jeden Fall kein Sukun. Das sind die Tageszeiten. Neues Thema oder neue Wörter. Also ab hier, wie gesagt, haben wir viel zu viele Wörter. Al-Usra, also ein neues Thema. Was kann sein, Al-Usra? Nee, also jeder hat eine Usra. Nee, nee, nee. Also das ich glaube, ja, es kommt nie im Koran vor. Nee. Das ist so ein arabisches Wort für eine bestimmte Sache. Keine Sache, sondern also die Familie, Al-Usra, die Familie. Jeder hat schon eine Familie. Al-Usra, also die Familie, besteht aus einmal. Ne, Al-Usra, also das ist eine. Al-Usra ist also Schwierigkeit. Ja, und da schreibt man so, Al-Usra, nicht Al-Usra. Also das ist die Sinn. إنما العسر يسرا. يسر ist kein أسرة. aber ja, das klingt also أسرة würde ich sagen, also فأسرها يوسف في نفسه. أسرة also hat das für sich behalten als Geheimnis. فأسرها أسرة nicht أسرة أسرة für sich behalten als ein Geheimnis oder so. Besteht also von einer Seite aus Al-Ab und Moment. Al-Um. Al-Ab. Al-Abu. Al-Ummu. Also die Um hat eine Schedde. Ja, das ist die Familie. Besteht aus Al-Ab und Al-Um. Wenn ich sage also, das ist mein Vater, dann was sage ich? Hada. Hada. Mein Vater? Was sagt man? Abi. Ja, genau. Nicht Al-Abi, sondern Abi. هذا also هذا أبي also die Alif geht Alif und Lam geht weg dieses Teil wenn ich sage هذا أبي auch beim Al-Um und man tut am Ende diese ja und ja diese das ist ein Possessive Pronomen das ist also das ist mein Vater mein diese ja bedeutet mein okay Al-Um, wenn ich sage, das ist meine Mutter, was sagt sie? Was sagt man? Ohne Alif Lam. Aber das muss aufpassen, die ist weiblich, nicht männlich. Also, was ändern wir? Was sagt man? Hadihi, also dieses H schreibt man, die Alif. Für Maskulinum und die H ist für Feminin. Also Ummi, Hadihi, Ummi. Hadihi, Ummi.
So, Moment. Ummi. Das ist die Kasse kommt runter. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Und worauf noch die Familie besteht? Oder woraus? Also, die besteht noch auf Bruder. Was heißt es? Oder, also als definierter Name, Al-Ach oder Al-Achu und Schwester. Uchti, meine Schwester. Al-Uchti. Also besteht auch aus Al-Achi, der hat ein Kasrei, oder Al-Achu, Moment. Al-Achu, Al-Uchtu. Al-Achu, Al-Uchtu. Also hier. Al-Achu, Al-Uchtu. Wenn ich sage, also das ist mein Bruder, was sagt man? Genau. Hada. Hada. Achi. Das ist mein Bruder. Und meine Schwester? Genau. هذه أختي دي فوكال زايشنن هذا أخي هذه أختي also das muss auf der Linie sein hier. Noch aus was besteht der Familie, die Familie? Also die Wörter, die man in der Familie benutzt, zum Beispiel Tochter, Schwester, Tochter, Sohn, Al-Ibn. Ja. Was bedeutet Ibn Mas'ud? Der Sohn von Mas'ud. Also Al-Ibn, Sohn, Al-Ibnu, die Tochter, was heißt die? Bintu, ja. Also, Al-Ib, hier haben wir keine Hamse, aufpassen, also nur Al-Ib, nur eine Alef, haben wir hier keine Hamse unten. Das heißt Hamse Twasl. Später. Al-Bintu. Al-Bintu, also die Tochter. Wenn ich sage, das ist der Sohn meines Bruders, was werde ich sagen hier? Auf jeden Fall هذا. Ne, Ibni, das ist mein Sohn. Wenn ich sage, das ist der Sohn meines Bruders. Das ist mein Bruder. Also, ich finde es also hier ein bisschen. هذا Ibnu. Ibnu Achi. Das haben wir schon irgendwie im Genitiv gehabt, also man kann Genitivverbindung, genau. Hada ibnu achi, beim Bintu zum Beispiel, hadihi auf jeden Fall,
Bintu, die Tochter meiner Schwester, also Achi, hada Achi, Ibnu ohne Alif Lam, hada Ibnu Achi, Ochti kommt hier auch, und die Bintu, Albintu ohne Alif Lam. Dann sagen wir, hadihi Bintu, was? Ochti. Also das ist ein Beispiel hier im Buch. Du kannst sagen, hada ibni, das ist mein Sohn, ibni, also mit einem Ja. Hadihi binti, mit einem Ja auch, das ist meine Tochter. Die Vokalzeichen. Hada ibnu achi. Hadihi bintu och. Moment, das ist ein Dhamma. Och, die. Also nochmal zurück. Al-Usra, hier. Die Familie besteht aus Al-Usra, Al-Abu, der Vater, Al-Ummu, die Mutter. Wenn ich sage, Hada Abi, das ist mein Vater. Abi, diese ja, bedeutet mein. Hadihi Ummi, das ist meine Mutter. Die Familie besteht noch aus, also ein Bruder, Al-Ach oder der Bruder, Al-Ukht, die Schwester. Wenn ich sage, Hada Achi, das ist mein Bruder, also diese, wie gesagt, bedeutet mein. Hadihi Ukhti, das ist meine Schwester. Die Familie besteht noch also aus Al-Ibn, der Sohn, Al-Bint, die Tochter. Wenn ich sage, das ist der Sohn meines Bruders. Hada ibn Achi. Hada ibn Achi. Oder ich kann sagen auch, also Hada ibni, gleich wie die anderen Beispiele. Das ist mein Sohn. Oder Hadihi, hier Al-Bintu. Hadihi Binti. Al-Ibn, der Sohn. Hada ibn Achi. Das ist der Sohn meines Bruders. Hadihi bintu ukhti, das ist die Tochter meiner Schwester. Albintu, du kannst auch sagen, hadihi binti, das ist meine Tochter. Die Adjektive, also haben wir schon gehabt, zum Beispiel, ich wiederhole die kurz ein bisschen. Kabir, was kann Kabir sein? Ja, genau. Also das ist so. Kabirun, Entschuldigung. Wenn wir die Adi also Kabirun, das ist die Adjektiv von Maskulinum. Kabirun. Wenn ich sage also für die Feminin, was mache ich? Kabiratun. Also ich tue ganz einfach ein Ta Marbuta dahinten. Die wird so geschrieben. Gleich, aber ich tue nur ganz einfach ein Ta Marbuta dahinten. Kabir groß, ja genau. Also Takbir, das ist ein Imperativform von Kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara, also sag Allahu Akbar, Takbir, das ist damit gemeint. Aber Kabir, nicht, ja genau, sozusagen, Takbir. Aber Takbir, das ist das Verb von die Aussagen von Allahu Akbar, das heißt Takbir. Aber man benutzt diese Takbir auch woanders. In anderen Bedeutung. Also wenn ich ein Foto vergrößern will, zum Beispiel ich gehe zu einem Studio und sage, dann sage ich Uridu Takbira Surati. Das heißt nicht Uridu Allahu Akbar der Sura. Okay? Das bedeutet also Uridu Takbira Surati, ich will dieses Bild vergrößern. Takbiratul Ihram, also das ist die Allahu Akbar beim erste Ruka machen. Das ist heißt Takbirat al-Ihram.
Kabira, also das ist ein Adverb hier. Die Kabira auch Kabira, also große Sünde als Nomen benutzt. Aber hier, das ist ein Adverb, also oder Adjektiv. Kabir, groß, also die feminine Form ist Kabira. Man tut einfach eine Ta Marbuta hier, eine gebundene Ta am Ende. Auch, also das Gegenteil von Kabir ist. Moment, Mensch. Das Gegenteil ist, das ist ein rein. Was ist das? Sagir. Also, und die feminine Form? Gleich, man tut am Ende ein gebundenes Ta. Also, Sagiratun. Al-Kabi, Kabi, Ratun, Sagira, Sagir, Entschuldigung, Sagirun, Ir Kabirun, Sagirun, Sagiratun. Man sagt also, Kullu Sagiratin wa Kabira, jede kleine Sache und die große Sache, also Kullu Sagiratin, damit in Sagira, kleine Sache. Kabir, groß, Kabira, Adjektiv für Feminin, groß auch. Sagir, klein, Sagira, klein, Feminin. Also ich will dieses Adjektive in einem Satz benutzen, wenn ich sage, also zum Beispiel, mein Bruder, mein Vater ist groß. Was sage ich? Ohne Anna. Also Anna Abi Kabirun geht schon, aber das ist unhöflich irgendwie. Also Dann sagt man zweimal ich. ja, genau. Wenn also Abi Kabirun. أبي كبي كبيرون und also wa und meine Mutter ist auch groß Ummi was sage ich? Genau, also diese wa heißt und also mein Vater ist groß und meine Mutter auch dann sage ich wa Ummi وأمي مومنت ein Punkt كبيرة ich will sagen also mein Bruder ist klein صغيرون أخي أخي صغير Ich will sagen, also meine Schwester ist klein. Achi Sagirun. Also wa gleich wie oben. Abi Kabirun wa Ummi Kabira. Achi Sagirun. Meine Schwester. Wa Uchti. Also das ist ein Hamza. Wa Ukhti.
أخته صغيرة. Also الأب والأم mein hier mein Vater ist groß, meine Mutter auch, also wa bedeutet und wa ummi kabira und meine Mutter ist groß, achi sagirun, mein Bruder ist klein, wa ukhti sagiratun und meine Schwester ist klein. الأب والأم also der Vater und die Mutter haben auch zusammen, also die Eltern sozusagen, ein eigener Name, das heißt Al-Ab, Al-Abu wal-Umu, also das ist ein verbunden, Verbindung mit und. Die müssen zusammen sein, also dann kann man auch sagen wal-Abi, Al-Umu wal-Abu. Also das ist hier Al-Abu wa, das ist Verbindung Buchstabe oder Verbindung Sache und Wal-Ummu Al-Abu wa Al-Ummu. Das ist Schade. الأبو والأم. Also, und du kannst entweder so Al-Abu wal-Umu oder Al-Umu wal-Abu. Du kannst das wechseln. Das spielt keine Rolle. Aber die beiden müssen in gleich Form sein. Also, die haben beide Alef und Lam. Hier. Das ist die Atuf, heißt es. Also, eine Sache mit Wau miteinander verbinden. Zwei Sachen miteinander mit Wau verbinden. Mit und, heißt es. Und die beiden enden mit einer Dhamma. Hier, sieht man. Hier auch. Al-Abu wal-Ummu. Die beiden haben zusammen einen Namen. Das heißt Al-Walidan. Al-Walidan. Oder Al-Walidain. Al-Walidani. Also das ist ein Dal. Al-Walidani. Also die Eltern, der Vater und die Mutter. Achun wa Uchtun. Ein Bruder und eine Schwester und Ibnun wa Bintun. Also die Geschwister, Al-Ikhwa. Achun. أخٌ وأختٌ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخٌ وأختٌ. Das heißt, also die haben einen eigenen Namen, الإخوة. الإخوة. إخوة أخ وأخت الإخوة. أيها الإخوة المسلمون. Also damit gemeint männlich und weiblich, also sozusagen. ابن وبنت.
Bintun. Die sind also Ibnun. Was ist Ibnun? Sohn. Ibnun wa Bintun. Nee, Ibnun. Bintun, was ist Bintun? Tochter. Und zusammen, was sind die? Nee, also Ibnun und Bintun zusammen. Was kann man die nennen? Kinder. Auf Deutsch Kinder. Kinder auf Arabisch Aulad. Ja. Oder Al-Aulad. Also definiert. Al-Auladu. Hier ein Hamza. Al-Auladu. Ibnun und Bintun. Al-Auladu. Also die ganze Familie, also Al-Walidani, Al-Abu, Al-Ummu, Al-Ikhwatu, Achun wa Achtun, Al-Auladu, Ibnun wa Bintun. Al-Abu, Al-Ummu, Wal-Ummu, Wal-Achu, Wal-Uchtu, Wal-Ibnu, Wal-Bintu. Alle zusammen sind eine Familie. Noch zwei Seiten, dann sind wir inshallah fertig. Und ich auch. Machst du jetzt nur noch Audio oder wie? Beide zusammen. Wo ist das Video? Hier. This way. Ach so, okay. Achi, mein Bruder. أختي Was ist أختي؟ Genau. ابن أخي وبنت أختي Was heißt es? Der Sohn meiner Schwester. Der Sohn meines Bruders und der Sohn meiner Schwester. Was? Das ist? Moment. Ach so, Bintun, ja. Der Sohn meiner Schwester, meines Bruders und die Tochter. Ibnu, Moment. Ibnu, Achi, wa Bintu, Uchti. Was bedeutet das? Ibnu Achi, der Sohn meines Bruder, wa Bintu Uchti und die Tochter meiner Schwester. Und wäre, wenn man sagt, Ibnul Achi geht nicht. Doch, geht schon. Ibnul Achi, also der Sohn von dem Bruder. Ibnul Achi. Aber das verwendet man also ganz selten sozusagen. Ibnul Achi. Was das hat keine Bedeutung sozusagen, aber kein sinnvoller Satz, meine ich. Ibnul Achi
Hanunun zum Beispiel. Also, Hanunun, was bedeutet das? Keine Ahnung. Man kann also hier von Al-Achi, Achi wa Uchti, Ibn Achi wa Bintu Uchti verwenden. Oder kann man sagen, Ibn Uchti wa Bintu Achi. Oder wa Bintu Uchti. Ah, hier, also hier habe ich, im Buch steht so, habe ich falsch geschrieben. Ibn Achi wa Bintu Achi. Bintu Achi, die Tochter meines Bruders. Und hier beim Uchti kann man auch schreiben Ibn Uchti wa Bintu Uchti. Also nur dieses Wort ändert sich. Also hier, gleiche Satz. Ibnu Ibnu Uchti wa Bintu Uchti. Was kann das sein? Ibn, hier meine ich. Der Sohn meines Bruders? Ne, hier habe ich was anderes. Also, Achi, mein Bruder, Uchti, meine Schwester. Ibn Uchti, Uchti, hier, der Sohn meiner Schwester. Und Bintu Uchti und die Tochter meiner Schwester. Und also die Familie kann noch, besteht noch aus anderen Personen. Eine wichtige Person kann sein Al-Am, der Onkel. Aber Al-Am hier damit gemeint, der Bruder von dem Vater. Im Arabisch unterscheidet man zwischen der Vater und Mutter, also die Verwandten von Vater und Mutter. Al-Am und Al-Khal. Al-Am ist der Bruder von dem Vater. Al-Ammu. Gleiche Sache kann man hier sagen, also Ibnu, der Sohn meines Onkels, Ibnu al-Ammi. Ibnu al-Achi, das gleich gefragt, also der Sohn von dem Onkel. Ja, von dem. Mhm. Ibnu al-Ammi. Wenn ich sage, also ich kann auch hier sagen, Ibnu. Ibnu Ammi. Damit gemeint, also der Sohn meines Onkels. Ammi, mein Onkel. Der Ibnu. Ibn Ammi. Ibn Ammi. Bintu, also hier. Bintu Ammi. Bintu al-Ammi bedeutet die Tochter von dem Onkel. Aber dieser Satz macht ja auch keinen Sinn, gell? Mit L und dann mit Mi, wenn es mit I endet. Das mein. Also es gibt schon eine Verwendung von diesem Satz, aber ganz selten. Also in bestimmten Sachen, also wenn man über eine bestimmte Familie redet oder. Zum Beispiel die Familie Meyer, also Ibn al-Am von Familie Meyer heißt Hussam. Ibn al-Ammi yusamma Hussam, zum Beispiel. Wenn man über eine bestimmte Familie redet, aber wenn man Ammi sagt, das ist doch meine.
Ibn al-Ammi, nicht Ibn al-Ammi. Ibn al-Ammi, also endet mit einer Kasra. Hier sieht man einen Kasra. Hier. Siehst du? Aber Ibn al-Ammi, hier ein langes Ja. Also Ibn al-Ammi Khalid. Ibn al-Ammi ismuhu Mustafa zum Beispiel. Bint al-Ammi zum Beispiel. Ich rede über eine Familie und sage, die Familie Meyer besteht aus bla bla und der Onkel heißt zum Beispiel Muhammad. Okay? Und sein Sohn zum Beispiel Ibn al-Ammi heißt Muhammad auch oder so. Das ist ja eine genetische Verbindung, deshalb kommt die Kasra. Genetische Verbindung und also Ibn al-Ammi, der Sohn von dem Onkel, das ist die genaue Bedeutung und die richtige Bedeutung. Und Ibn al-Ammi, der Sohn meines Onkels. Gleich auch bei Bint al-Ammi und Bintu Ammi. Bintu Ammi, also die Tochter meines Onkel. Bintu Ammi. Also das ist ein Meme. Bintu Ammi. Al-Am und die Tante, auch unterscheidet man zwischen, also die Tanten von mütterlicher Seite oder vaterlicher Seite. Hier ist ganz einfach, also Al-Am hat am Ende keine extra Buchstaben. Al-Amma, also adden wir einfach eine Ta-Marbuta. Al-Ammatu. Die Tante. Al-Amma. Also die Tante von vaterlicher Seite. Gleiche Sache, also einfach ein Ta-Marbuta hier addieren, dann kriegst du gleiche Sätze. Ibn al-Ammi oder Ibn al-Ammati. Ibn al-Ammati, nur mit ein Ta-Marbuta hier, dann hast du die gleiche Sätze. Ibn al-Ammati, der Sohn von der Tante. Ibn al-Ammati, der Sohn meiner Tante. Bintu al-Ammati, die Tochter, die Tochter von der Tante. Bintu Ammati, die Tochter meiner Tante. Also hier, wenn man die Ta-Marbuta benutzt. dann kommt also die andere Seite, das ist die Seite von der Vater. Jetzt kommt die Seite von der Mutter. Hat man also Al-Khal. Al-Khal ist der Onkel, aber von mutterlicher Seite. Und Al-Khala, das ist die Tante von mutterlicher Seite. Al-Khala. Also der Unterschied ist nur hier ein Ta-Marbuta. Al-Khalu. Al-Khalatu. Al-Khalatu. Man kann also die gleiche Sätze bauen. Ibn al-Khali. Und hier auch Ibn al-Khalati. Auch hier Bintu Tochter. Bintu al-Khali. Auch hier Bintu al-Khalati. Also Ibnu al-Khali, Bintu al-Khali, Ibnu al-Khalati, Bintu al-Khalati. Also Ibnu al-Khali, der Sohn von dem Onkel, also mutterliche Seite. Bintul Khali, die Tochter von dem Onkel, mutterliche Seite, nicht vergessen. Ibnul Khalati, der Sohn der Tante, von der Tante. Und Bintu Al Khalati, die Tochter von der Tante. Und man kann auch
sagen, also Ibn Khali mit einem Ja, dann ist der Sohn meines Onkels. Ibn Khali, diese ja, hier, so meine ich. Ibn. Moment, ohne Alif Lam, meine ich. Ibn Khali. Der Sohn meines Onkels. Ibn Khali. Und oder Ibn Khalati. Ibn Khalati. Die Mehrheit von Al-Am oder Ammun, Amam heißt es. Al-Am zum Beispiel, hier zurück. Die Mehrheit Al-Amam, Al-Ammu, Al-Amam. Diese Mehrheit also hat keine bestimmte Regel, heißt es Jama' Taksir. Al-Amam. Die Mehrheit also von Al-Amma Al-Ammat oder Al-Ammatu Al-Ammatu. Die Tanten. Auch die oder Al-Khal hat Al-Khal, Al-Akhwal, die Mehrheit, also die Mehrheit hier. Al-Akhwal, Al-Akhwal, ein Alif. Akhwalu. Al-Akhwalu, also die Onkeln von der mütterlichen Seite. Al-Khala, die Mehrheit, hier benutzt man eine Regel, also eine Regelung. Al-Khalat heißt es. Jama'ul Mu'annath Salim. Also Al-Khalat, die Tanten. Al-Khalatu. Al-A'mamu, oben. Al-Ammu, Mehrheit, Al-A'mam. Al-Ammatu, Al-Ammat. Und Al-Khalu, Al-Akhwal. Al-Khalatu, Al-Khalat, die Mehrheit. Nur kurze Wörter, also weitere. Al-Jaddu, das ist der Opa. Al-Jaddu. Und die Oma, was heißt die? Al-Jaddatu. Ganz einfach, nicht so schwer. Nee, gibt's nicht. Also die sind gleich. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Also Al-Jaddu und Al-Jaddatu. Also die Mehrheit von Al-Jaddu ist also Al-Ajdadu. Und Al-Jaddatu heißt Al-Jaddatu. Bal qalu misla ma qala Ajdaduna al-awwalun, oder so kommt immer vor im Koran. Ajdaduna. Unsere Vorfahren, ja. Al-Jaddatu. Also die Großmüttern. Ich glaube, das reicht für heute, weil oder? Moment.
Ja, das reicht irgendwie. Wir haben bis Seite 244 gemacht. Nächste Woche, inshallah, oder nächster Unterricht machen wir der Mensch. Wir sind über der Hälfte. Also ab hier, wie gesagt, haben wir viele Wörter. Wenn ihr ein bisschen zu Hause lernt, dann wäre es ganz gut. Ich werde dieses Video auch hochladen. Und inshallah nächste Woche. Übernächste Woche werden wir mit Al-Fi'l-Madi anfangen, also das Präteritum, also Vergangenheit. Das Verb. Und das ist mehr Grammatik, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.